Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. So, wir haben hier eigentlich schon in der letzten Folge, was wieder eine Überlänge-Folge war. Oh, da war noch ein Pilz. Pudlerfleisch, perfekt. In der letzten Folge, oder die letzten beiden Folgen, hier alles eigentlich um die Burg herum von Orks befreit, gehe ich mal von aus. Ich gehe mal von aus, hier ist nichts mehr übrig. Nö, zumindest nichts mehr zu sehen. Keine Orks, keine Gegner. Aber ich würde auch an der Mauer noch einmal hier die paar Orks, die dort sind, umnieten wollen. Und den Rest hier auch mal erkunden. Und dann schauen, dass wir hier mal Gorn vielleicht erstmal seinen Lederbeutel wiedergeben und Diego sein Gold wiedergeben. Wir haben ja von denen ihr Gold. Dann mit dem Quest hier weitermachen. Wir haben hier alles befreit. Wir haben 32 Lernpunkte. Wir könnten eigentlich nochmal irgendwo Zweihand verbessern. Ich weiß jetzt nicht, sind wir in der Lage, Zweihänder auf 100 noch zu kriegen? So irgendwie, irgendwo, durch irgendwas? Oder sind wir jetzt darauf verdonnert, Zweihand auf 92% zu haben? Und nur noch auf Stärke zu gehen, sagen wir mal so, weil Stärke will ich auf jeden Fall für die hier auf 160 kriegen. Und ich weiß jetzt nicht, wer in der Lage ist, uns die Stärke noch weiter beizubringen. Oder ob wir hier noch irgendwie durch irgendwelche Items einen Bonus kriegen dafür. Die Drachen sind wir halt noch nicht in der Lage zu besiegen. Aber wir könnten auch eigentlich, wenn wir hier nochmal auf die Map gehen, in Richtung des neuen Lagers gehen und da auch mal frei machen. Von hier aus. Dann machen wir wieder ein eventuell eine etwas längere Folge. Dann würde ich das auch noch mal genauso handhaben. Dass wir einmal das komplette Minental befreien. Von Orks, von was auch immer hier ist. Von den ganzen Kreaturen. Erstmal will ich aber da hinten die Mauer frei haben, um das Sumpflager herum. So, das heißt dann hier entlang. Ah ja, und den Hügel oben müssen wir auch noch eigentlich frei machen. Boah, ich will wirklich hier all die Gebiete nochmal alle absuchen, alle abgehen. Und ich will auch, ich glaube, ich werde dafür extra eine Special-Folge machen oder sowas. Irgendwie. Oder in irgendeiner Folge so nebenher einfach mal mit Marvin-Mode über die Mauer da gehen und gucken, wie das Sumpflager aussieht. Ob da überhaupt irgendwas gemacht wurde. So, neue Dose Energy habe ich auch mir bereitgestellt. Ja, ich bin wieder in die Sucht zurückverfallen, was Energy angeht. Ich muss mir das aber wirklich abgewöhnen mit Energy. Das ist heftig. Sobald ich einmal eine Dose wieder getrunken habe, dann brauche ich immer wieder welche. Vor allem, ich trinke lieber Kaltgetränke auch an sich lieber als Heißgetränke, muss ich auch sagen. So, wir wollen jetzt aber hier rüber. Auf die Seite. Da haben wir schon mal zwei Orks. Ich fang vielleicht von da hinten an. Ah, okay. So, wo ist die Brücke? Da ist die Brücke. Oh.
So, den einen machen wir. Eben platt. Okay, nice. Den haben wir. Und den nächsten. Ja, okay, um den Wall herum müssen wir halt noch alles reinmachen. So, Kollege, hier bin ich. So, ich will aber auch einmal sehen, was es hier noch so gibt. Um den Wall herum. Da haben wir noch Orks. Viele sogar. Da ist eine Ork-Statue. Ich lock die mal an. Okay, den kriegen wir, den schaffen wir, den erledigen wir. Und der hat mich auch einmal erwischt. Wo ist seine Waffe hin? Da. So, dann will ich jetzt den Elite da einmal kriegen. Hier sind auch auf jeden Fall sehr viele Orks. Das sind aber auch sehr viele Punkte wiederum. So, Kampfmusik. Müsste jetzt kommen, ne? So, okay. Elite, komm her. Oh, der hatte zwei Fackeln sogar. So, dann ist nur noch der alleine dort. So, ich gehe mal ein paar Meter zurück. Der hat mich auch ein paar Mal erwischt. So, jetzt ist die Frage, machen wir zuerst die da hinten oder... Weil das sind ja keine Eliten. Das sind ja normale Krieger. Okay, zwei kriegen wir wohin? Okay, haben wir auch hingekriegt. So, alles mitnehmen. Von ihm auch alles mitnehmen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich jetzt nochmal speichere, bevor ich hier weitergehe. Für den Fall, dass ich jetzt doch nochmal drauf gehen sollte. Da sind ja auch nur noch zwei Orks. Ja.
Oh, ich dachte, ich gehe jetzt drauf. Ich hatte jetzt kurz gedacht, ich werde drauf gehen. So. Ich gucke mal eben. Die haben da sich auf jeden Fall eine schöne Statue aufgebaut. Da sind auch nochmal wieder welche. Bevor ich hier weitermache, ich gehe mal vielleicht pennen. Einmal kurz Leben wieder aufladen. Von Kavalons Hütte aus wirklich, ich finde das genial, dass wir von da aus uns wirklich schon so eine kleine Base jetzt errichtet haben. Also, was heißt errichtet? Also, dass wir von da aus die Operation Befreiung des Minental hier machen. Und daraus macht es auch am meisten Sinn, irgendwie, weil das nächste ist, wo man schlafen kann, sein Leben regenerieren, ohne viele Heiltränke auszugeben, sage ich jetzt mal. Ja, das war jetzt eine super Idee. Ich wollte schon sagen. Nein, nein. Autsch. Doch noch überlebt. Doch noch überlebt. Ich dachte, jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, immerhin gibt es hier jetzt aber keine Orks mehr. Aber ich muss auch mal schauen, so, ob ich nicht eine andere Schlafstelle finde, von wo wir dann weiter das Minental befreien. Denn wir müssen ja, also müssen jetzt in Anführungszeichen, aber wir wollen ja hier jeden Skillpunkt, jeden Erfahrungspunkt einsammeln, den es geht, um Lernpunkte, Skillpunkte zu bekommen. Aber ich finde das hier auch irgendwie besser als in anderen Rollenspielen. In Elder Scrolls, klar, finde ich das auch geil, dass man so Learning by Doing hat. Aber irgendwie, hier feiere ich das auch, dass man auch für alles ja, Lehrer braucht und so weiter. Und ich würde das mega feiern, wenn dann, wenn man für sowas irgendwie so ein Zwischending kriegt oder machen würde. Ich finde es auch interessant, dass eigentlich der Held hier immer mit der Kopfseite, also mit dem Kopf in der Fußseite des Bettes immer schlägt. So, sorry, ich habe jetzt ein bisschen Schluck auf. Ich finde das auch interessant, wirklich, weil, also, meine Intention ist es eigentlich, mit den Füßen in Richtung Tür zu schlafen, weil, ja, irgendwie, keine Ahnung, im schlimmsten Fall der Fälle hat man dann direkt, die Möglichkeit, ja, zu reagieren, was also besser zu reagieren, wenn da irgendwas an der Tür passiert, wenn da jemand reinkommt oder so. Ja, aber wenn der Held sich halt so wohler fühlt, mit dem Kopf in Richtung Tür zu schlafen, warum nicht? Wenn da so ein Ork reinkommt, so kann er sich halt dann schlechter verteidigen im Schlaf. Also im Schlaf jetzt eher nicht, aber wenn er noch im Bett liegt. So.
Wer von denen bleibt jetzt? Den Elite-Krieger möchte ich nicht. Okay. So, gegen die beiden. So, warte. Nein, 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 hör auf. So. Okay, gegen die beiden musste ich auf jeden Fall nochmal pennen gehen. Weil ich mich nicht richtig umgedreht habe. Das ist aber auch schon mittlerweile wirklich ein weiter Weg. Und ich glaube, jeden dieser Hütten haben wir auch schon gelootet. So, das heißt dann jetzt wieder hier runter und nochmal pennen gehen und dann die Mauer. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das wirklich an der Mauer, dass da noch Orks sind, dass ich Garund und so weiter nichts davon berichten konnte. Um die Burg herum ist alles zwar frei, aber an der Mauer, da sind ja noch Orks. Und ich gucke nochmal die Quests. So, das Auge Innos. Pyroka bekommt bei dem Gedanken an Xardas kalte Füße. Ich werde mit Xardas darüber reden müssen, wie ich ihn zum Ritual am Sonnenkreis bewegen kann. Ospos Bogen haben wir auch noch nicht durch. Joe. Parkon, ein Händler in Korins, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Dieser Joe wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahren, hinein. Ah, okay, der ist noch nicht erfüllt. So, dann Bilgots Flucht. Bilgot will, dass ich ihn aus dem Tal bringe. Da können wir auch schon gleich machen. Teleportsteine. Der Teleportstein in der Nähe der Taverne zur Toten Habie führt zum Portal der mysteriösen Erbauer. Okay. So, Diegos Gold. Diegos Gold liegt irgendwo am alten Austauschplatz, wo früher die Waren per Seilbahn in die Kolonie gebracht wurden. Oberhalb der verlassenen Mine. Schattenläuferhörner für Buster. Buster macht mir einen guten Preis für jedes Schattenläuferhorn, das ich ihm bringe. Snapperkrallen. Der Händler Lutero sucht nach Krallen eines besonders mächtigen Snappers. Die Blutkelche. Eine verhängnisvolle Situation. Ich sollte meine Beziehung zu Senjan beenden, allerdings wäre es unklug, ihn direkt anzugreifen. Woche sollte ich noch einmal mit ihm sprechen. Und Quahodron gab mir eine Steintafel, mit der ich das Eingangstor zum Tempel Arosa. Ist das nicht schon erfüllt? Muss ich vielleicht nochmal mit Quahodron sprechen? Muss ich noch einmal vielleicht kurz nach Jakinda? Würde ich vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal machen. Einmal kurz nach Jakinda, gucken, wo Quahodron ist. Mit dem nochmal quatschen. Das mit Senjan habe ich keine Ahnung, wie ich das jetzt noch schaffen soll, lösen soll. Der ist tot. Und Joe habe ich auch keine Ahnung, aber ich habe so die Befürchtung, der ist irgendwo in Korinnes. Wenn der weiß, wie man in die Dingen reinkommt, dann kann der nur in Korinnes sein. Wahrscheinlich in einer der Stadttürme. Wie lange wird es eigentlich noch hier regnen? Also der Regen dauert echt schon sehr lange. Und wie viel Gold haben wir? 27.000 Gold. Ich habe keine Ahnung, was ich mit so viel Gold jetzt eigentlich anfangen soll. Wirklich sehr viel Gold. Und das alles auch nur durch die ganzen Waffen von denen und so weiter.
Oh, hier liegt ein Bolzen. Ja, nice. Ein Schuss mehr, den wir so gut wie gar nicht verwenden können. So, da haben wir die Brücke. Wir haben jetzt zwei von denen, zwei hatten wir von denen jetzt besiegt, ne? Genau, ist jetzt nur der Elite-Krieger. So, nehmen wir mit. Orksch-Kriegsaxt nehmen wir mit. Und jetzt... Der wird uns kalt machen. Der wird uns kalt machen, definitiv. Der hat uns jetzt mit der Feuermagie gerade sehr stark schon geschadet. Ja, ich weiß, wir könnten eigentlich auch hier die Tränke jetzt nutzen, aber ich will lieber sparen, solange wir gegen die Orks hier kämpfen. Feuerwurzel, perfekt. Welcher Tag ist denn schon? 145. Wir haben 145 Tage hier bisher durchgestanden. Ja. Ist jetzt die Frage, schaffen wir das Game innerhalb von 6 Ingame-Monaten durch? Also 180 Tage? Also innerhalb eines halben Ingame-Jahres, meine ich. Fände ich auch interessant. Und ich frage mich, wie viele der Orks im nächsten Kapitel quasi wieder respawnen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Kapitel 3 ist das Kapitel, was ich jetzt bisher am längsten Zeit verbracht habe. Ich gehe nicht von aus, dass Kapitel 4, 5 und 6 genauso lange sein werden. Gehe ich nicht von aus. Wir hatten, glaube ich, Kapitel 3 bei Folge 50 irgendwann angefangen. Pi mal Daumen, geschätzt jetzt aus dem Kopf heraus. Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt mich gerne korrigieren, beziehungsweise ich werde das wahrscheinlich nach dem Aufnehmen nochmal selber sehen. Wie lange ich da jetzt wirklich Zeit verbracht hatte. Aber das waren definitiv schon sehr viele Folgen. Weil wir in der Zeit, wo wir Kapitel 3 waren, auch sehr lange auch mit den Suchenden gekämpft hatten. Sagen wir so. Und an denen irgendwie vorbeigeschlichen hatten. Ich auch sehr ahnungslos war, was die ganzen Quests angeht. Vatras habe ich auch sehr lange quasi einfach links liegen gelassen gehabt. Und ja, das war ein sehr komisches Wirrwarr durcheinander bei mir auf jeden Fall. Das kann man sagen, weil... Ja, aber okay, es ist vielleicht, was ich hier gemacht habe, auch mal ein anderes Gameplay, als man bei anderen Let's Playern sieht. Weil andere irgendwie ganz genau dann hier wissen, wohin oder eine Ahnung haben. Und ich wollte irgendwie, keine Ahnung, ich bin so ein Mensch, ich will auch erstmal die ganzen Nebenquests erledigen. Bevor ich auf die glorreiche Idee komme, hier sind aber sehr viele Tote. Was ist jetzt mit dem? Kann es sein, dass die Ork-Schamanen, dass ich denen größtenteils erstmal egal bin? Dass die nur angreifen, sobald, was haben wir denn hier?
So, ich will jetzt da hinten. Also, die greifen nur an, wenn andere auch noch auf gezielt hinter mir her sind. So, die beiden kriegen wir locker hin. So, das waren jetzt normale Orks, oder? Ne, Ork-Krieger, okay. So, und hier die schwere Orks. Die haben aber auch gar keinen Schaden gemacht. So, gehen wir mal dahin weiter. Da gab es ja auch noch ein paar Orks, die wir auch mal loswerden wollen. So, kommt her. So. Jetzt dürfte hier auf der Seite keiner mehr übrig sein, ne? Das sieht aus nach... Ja, fällt mir natürlich perfekt. Und Inquisitor? Einen haben wir auf jeden Fall. Okay, die Seite ist frei. Und das heißt nur noch da hinten beim bei der Höhle, beim Höhleneingang. Und das sieht für mich wirklich aus wie so ein Tor. Was haben die denn dahinter? Was haben die da beim alten Sumpflager gemacht? Ne, das sieht nicht so. Okay, ich dachte, dass da wäre was. Hier teilweise auch durch die ganzen Dinger hier läuft man durch, ja, durch die Baumstämme. So, hier gibt es niemanden mehr. Boah, ich will da wirklich rüber. Ich bin wirklich am Überlegen, den Marvenburg einmal anzumachen und da einfach rüber zu gehen. Oh, da war ein Silberring. Und ein Trank, den ich zwei Tränke, die ich fast übersehen hätte. So, wie weit geht's denn eigentlich in die Richtung? Da sehe ich ja schon die zwei Orks. Wo bin ich denn? Da. Speichern noch einmal. So, beide niedergemetzelt. Nichts zu holen. Und den hier nochmal. So, gucken wir mal, was da noch so gibt's. Oder ob es hier noch jemanden gibt. Alte Wasser. Feuerwarane.
Ja, Feuerwaran, da würde ich lieber mein Leben nochmal aufladen. Bevor ich gegen die antrete. Können ein bisschen rüber gucken. So, Feuerkraut. Ich würde die Höhle da auch einmal von den Orks befreien wollen. Was ich mich frage ist, wo ist ein Urshak? Existiert er noch? Einmal speichern, bevor wir da... So. Ich will nur den einen jetzt. Ja, erstmal alle am Arsch kratzen hier. Okay, zwei kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin. Hallo, dreh dich! Warum habe ich mich nicht gedreht? Ja, darf ich nicht mit W E drücken oder so? Aber das kriegen wir hin, das war ja noch einfach. Da ist ein Teleportstein, sehe ich gerade. Bevor ich mit denen das weitermache, gehe ich nochmal schlafen. Und sammle die beiden hier, die drei hier ein, die Feuerkräuter und den Blauflieder. Wo sind eigentlich die Höllenpilze hin? Die fehlen mir hier. Dunkelpilze gibt es ja, aber Höllenpilze, wo sind die? Hier war noch ein Trank. Beziehungsweise da oben hatten wir ja auch noch nicht die Orks bekämpft, die da oben rumhausen. Ich glaube, sobald wir gleich pennen waren, oder ich speichere jetzt nochmal. Vielleicht sind die da oben nicht so schwer. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der mich alleine angreift. Die anderen mich gar nicht, nichts von mir mitbekommen. So, mittlere Ork-Axt. Kann ich hier durch die angreifen? Hä, wo rennen die denn hin? Wo gehen die hin? Ich lass die mal gehen. Und ich gehe in Richtung Bett. Kabalons Hütte, da können wir uns nochmal heilen. Und dann kümmern wir uns gleich mal um die. So, das heißt dann, gleich haben wir hier auch schon mal alle
erledigt. Aber ey, ich freue mich schon auch in den nächsten Folgen in Richtung neues Lager zu gehen. Und da auch mal hier die Echsenmenschen kalt zu machen, die Eiswölfe, die da waren. Und da können wir auch planen von Dingens aus hier von Kavalons Hütte. Ist ja von Kavalons Hütte auch eigentlich nur ja den Weg hier. Ich stelle mir jetzt nur die Frage, wie stellen wir das gleich eigentlich mit dem Feuerwaran an? So. Denn ich weiß noch, vor ein paar Folgen hatten wir ja noch Probleme gehabt mit dem Feuerwaran. Okay, das waren ja aber auch ein bisschen viele. Und wir haben aber mit der Rüstung auch nicht allzu großen Schutz vor Feuer, ne? Schutz vor Feuer 50. Und keine 100. Da frage ich mich eigentlich, wie will die mittlere und die schwere Drachenrüstung. Wir haben ja hier die leichte Drachenjägerrüstung. Wie will dann die mittlere oder die schwere Drachenjägerrüstung das handhaben? Weil hier haben wir ja schon Schutz vor Pfeilen 100 und Schutz vor Waffen 100. Oder geht das sogar auch noch höher als 100? Wenn das auch noch höher als 100 geht, mega, dann will ich nicht wissen, wie overpowered wir danach sind. Obwohl, klar, für die meisten Gegner sind wir jetzt schon overpowered. Die am Anfang noch eine starke Bedrohung für uns waren. Die jetzt einfach nur noch, ja, so ein bisschen Dreck unter dem Stiefel sind, sage ich jetzt mal. So ganz gemein, ganz böse. Die Orks sind aber auch für uns definitiv leichter geworden. Die sind noch eine Bedrohung, aber die sind definitiv schon leichter geworden. Und da oben hatte irgendwas rot geleuchtet. Da mache ich mir Sorgen. Den haben wir. Nichts zu plündern. Und der hat nichts. War hier nicht noch ein Orks-Schamane? Wo ist denn der hin? Wo ist denn der Orks-Schamane hin? Hier war doch noch einer. Wo ist denn der hin? Hier waren noch zwei. Muss ich den jetzt suchen gehen oder wie? Ja, Vorsicht, nicht, dass ich aus Versehen runterfalle. Hier ist noch ein Feuerwaran. Speicher mal, bevor ich mich den nähere. So, nur den ersten jetzt, ja?
alles mit. Nochmal speichern. Und locken wir den nächsten an. Ja, komm. Nochmal speichern. Ist ja jetzt nur der hier. Nein! Der hat mich erwischt. Ja! Okay, hier dürfte jetzt aber keiner mehr sein. Weder an Orks noch ein Feuerwaran oder sonst was. So. Wo genau sind wir jetzt? Da vorne ist ja Xardas Turm. Da sind wir. Okay, das heißt, den Weg hier entlang kommen wir direkt bei Kavalons Hütte wieder an. Um die Höhle kümmern wir uns dann mal später. Oder, naja, wir kümmern uns um die Höhle, Orkhöhle, sobald wir gleich gepennt haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir in der nächsten Folge an, in Richtung neues Lager, mal alles frei zu machen. Und schauen uns da mal an, wie gut wir damit zurechtkommen, gegen so viele hier Echsenmenschen und Eiswölfe gleichzeitig anzutreten. Und ob wir vielleicht sogar in der Lage sind, den ersten Drachen vielleicht doch umzulegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Eisdrachen, ich nenne den jetzt mal Eisdrachen, kaputt hauen können. Bestimmt brauchen wir aber, also ich gehe mal davon aus, dass wir für die Drachen irgendwie eine spezielle Fähigkeit brauchen oder sowas, die wir noch nicht gelernt haben. Oder zumindest das Auge Innos. Dass wir die erst nur mit dem Auge Innos kaputt hauen können. So, nochmal hier runterspringen. Dass hier tote Scavengers liegen, finde ich auch irgendwie, also so verfaulte Scavengers. Finde ich auch irgendwie super. Und dass es anfängt wieder zu regnen. Ich mag eigentlich keinen Regen. In Games geil, wenn es nicht alles verdunkelt extra. Okay, bei mir ist jetzt nicht so dunkel. Ihr seht das eh immer ein kleines bisschen heller als ich. Aber trotzdem, warte, dann können wir auch oben die Feuerwarane, da auf der anderen Seite, auch noch umlegen. Ich habe keine Ahnung, was da oben ist, was da auf uns wartet jetzt, also in der alten Burg. Ich habe jetzt links von mir etwas gehört. Warte mal, einen Moment, ich will mal kurz was gucken. Okay, zu Xardas alten Turm können wir auch rein theoretisch hin. Würde ich auch mal hingehen wollen und gucken. Warte mal, ist der Turm vom Chromanin-Ding? Ne, da können wir nicht hin. Okay. Der Turm, wo das Chromanin war, können wir leider nicht hin. Paris. Wäre ich auch gerne hingegangen.
um zu gucken, ob wir vielleicht nochmal das Chromanin finden können, weil ich das in Gothic 1 leider im Let's Play nicht entdeckt habe, sage mal so. So, nochmal speichern. So, die beiden Orks da kriegen wir hin. Ey! Haut er mich hier zu Klump? Frag mich, wie eigentlich die das schaffen, wenn ich ja Schutz vor Waffen 100 habe. Jetzt muss ich nochmal zurück. Jetzt muss ich nochmal zurück schlafen gehen. Welchen Tag haben wir jetzt? 148. 2 Tage, dann haben wir schon 5 Monate im Game verbracht. Ich glaube, das wird mit den 180 Tagen, also mit dem halben Ingame-Jahr, wird das nichts. Wenn es so weitergeht. Ja, stelle ich mir jetzt die Frage, wie machen wir das? Wenn das, also, ich glaube, das Ziel schaffe ich wirklich nicht mehr. 180 In-Game-Tage. Obwohl, wenn wir die Monate, wo mit 31 Tagen mit dazu zählen, so, und versuchen mal auszurechnen, welchen Monat wir haben, also. Ob das der Ingame Januar oder Dezember ist oder der Mai. Das wissen wir ja nicht, oder? Kann man das hier sehen? Ne. Das kann man leider nicht sehen. So, und der Regen hat endlich aufgehört. Ich hoffe, dass wir das letzte Mal schlafen, bevor wir hier in Richtung Dings gehen. In Richtung neues Lager und da alles befreien. Ich glaube aber auch, ein neues Lager wäre jetzt auch das letzte Gebiet hier, oder? Wenn wir jetzt noch mal gucken, genau, da oben rechts, oben links ist ja neues Lager. Bis zur alten Mine haben wir schon alles befreit. Wir haben jetzt um die Burg herum in der Mitte alles befreit. Hier mittig links haben wir auch, glaube ich, alles befreit. Außer halt das mit den Drachen. Genau. Unten rechts sind wir ja gerade bei. Und unten Mitte. Müssten wir auch noch alles befreien. Und dann hätten wirklich wären schon noch ein paar lange Folgen, sage ich jetzt mal, die auf uns zukommen. Aber ich sag auch schon im Voraus, normalerweise halbe Stunde ist ist standardmäßig hier bei mir, also alles, was über 30 Minuten ist, ist quasi Bonus. Und das sind dann halt jetzt ein paar etwas längere Folgen, weil
Ja, ich muss mich halt für den, also ich muss das irgendwie hier entschuldigen, dass ich die ganze Zeit hier hin und her renne, so zum Bett pennen und wieder dahin und dann Leute kaputt hauen, also Orks kaputt hauen und dann wieder zum Bett hin und her. Dass ich dann sage, okay, weil das nicht gerade viel Content ist, jetzt was viel Mehrwert ist, was ich hier jetzt liefere, mache ich dafür längere Folgen. Aber sobald es wieder straight mit der Story weitergeht, wenn wir hier uns damit befassen, dann sind das halt wieder ganz normal 30 Minuten so. Pi mal Daumen um den Dreh. Dann wären wir schon mal da und speichere vielleicht noch mal, bevor wir weiter reingehen. Ja, lauft unten rum, genau. Wie schlau wollen die sein? Jetzt hänge ich hier fest. Das sind verlorene Punkte jetzt, ne? Wenn die da unten sind. Ich glaube, die Punkte kriege ich nicht mehr. Das heißt, ich muss den Schaman direkt umlegen und gucken, dass die dann wieder vielleicht hier hochkommen. So, Orkrieger. Oh, nice. Wieder eine Stufe aufgestiegen. So, wie sieht's mit den beiden da unten aus? Schauen die es hier wieder hoch? Sieht schwierig aus. Ich glaube, der eine ist gestorben. Ja. Ach nö. Dann ganz ehrlich, scheiß auf den. So, gibt's hier noch jemanden? Ab. Zu weit entfernt. Nehme ich alles mal mit. Warte, gab es da noch was? Nö. Okay. Hier ist leer. Ja gut, dann war es das wohl mit den Orklager hier. So, der eine liegt da tot. Okay, ich hatte jetzt kurz Panik gehabt, dass ich da jetzt festgesteckt bin. Und dass ich dann mit dem Marvin-Mode mich da wieder rauszaubern muss, sage ich jetzt mal. Ich bin aber auch heilfroh, dass ich vom Marvin-Mode überhaupt erstmal erfahren habe. So, und hier gab es jetzt noch Feuerwarane.
Wo waren die? Ich glaube weiter da oben, ne? Da sind sie. Ne, ist nur ein Feuerwaran. Ja, machen wir erstmal die anderen Warane. So, komm. So, und jetzt den roten Bösen. Ja, geil. Speichern. Nicht, dass wir jetzt aus Versehen drauf gehen. Fange ich mal mit dem an. Da ist ja noch einer. Ich gehe mal ein paar Meter weiter. Und speichere dann mal. Heilwurzel. Noch ein Heilkraut. Wie kommt es, dass ich den nicht gesehen habe? Ja, geschafft. So, nochmal speichern. Steintafel. Was für eine? Bitte, bitte. Willst wissen? Bogenschützen. Okay, komm, gönnen wir uns. Da hätten wir einen Weg. Und was hätten wir da nochmal? Heilkraut. Das kenne ich ja auch noch von damals Gothic 1. Damals gab es hier aber, glaube ich, nichts. Okay, dann ist das jetzt nur noch der Weg hier hoch über diese Straße. Das zu der alten Burg führt, wo wir mit Lester damals waren. Und dann zu dieser, zu dem anderen Burg, wo auch Urshak drin war. Ich laufe aber mal auf die paar Meter noch hier hoch. Wir gucken, was da auf uns jetzt wartet. Echsenmenschen. Hier ist der nächste Drache. Hier ist der dritte Drache. Und wir haben den dritten Drachen gefunden. Also, beziehungsweise den dritten Drachen noch nicht direkt, aber zumindest die Echsenmenschen, die ihn bewachen, beschützen, wie auch immer. Würde ich sagen, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ins Bett und würden dann dort direkt eher alles frei machen, bevor wir dann zur Richtung Eisdrachen gehen. Vor allem, warte mal. Nee, okay, ich wollte schon sagen, die Drachen sind alle bisher irgendwo links von der Map, aber nee. Es sind zwei links, beziehungsweise einer oben links, einer
mittig links, sag ich jetzt mal. Und jetzt einer hier rechts. Wie viele Drachen sind das denn jetzt insgesamt? Drei haben wir, sage ich jetzt mal. Also ich behaupte jetzt, dass da der dritte Drache ist. Aber ich weiß noch nicht, wie viele es insgesamt gibt. Und die sind alle anscheinend hier im Minental. Warum auch immer die im Minental sind und nicht auch in Corinis selbst, also in der anderen Map. Ich würde aber sagen, in Richtung Drachen gehen wir mal von hier rum. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Map gucken. Hier entlang, an der Burg erstmal. Der alten Burg. Und gucken, was da ist. Die Burg würde ich auch gerne mal erledigt haben wollen. Und von da aus in Richtung dritten Drachen in Anführungszeichen. Wir haben auf jeden Fall schon einen Eisdrachen und einen Sumpfdrachen entdeckt. Dann stellt sich mir jetzt die Frage, was das da für ein Drache ist. Ein Wasserdrachen bezweifle ich, dass es hier einen geben wird. Ansonsten müsste ich schwimmen. Und im Schwimmen kämpfen ist hier leider nicht möglich. Oder zumindest ist mir das nicht bekannt, wie man im Schwimmen kämpfen kann. Muss mir noch beigebracht werden. So, aber wir können jetzt dann mal schlafen gehen und uns bereit machen quasi, dass wir in der nächsten Folge da hochgehen und da auch mal alles frei machen. Das werden wirklich ein paar längere Folgen, definitiv. Weil das jetzt auch einfach ein paar Folgen sind mit derselben Strategie. Aber ich würde sagen, schon mal. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.